Hier werden Kinderträume wahr. Auf dem Abenteuerspielplatz Friedrich-Wilhelms-Hütte in Troisdorf. In jedem Winkel gibt es für die jungen Besucher unendliche Möglichkeiten, sich auszuleben. Und mittendrin Erzieher Simon. Kreativ werden, Buden bauen, Pizza fahren, Feuer machen, mit Tieren in Kontakt kommen, sowas halt alles. Die Kinder können kommen und gehen, wann sie möchten. Finanziert wird das Ganze durch Spenden. Ich habe die pädagogische Leitung des Platzes inne, was dann auch irgendwie einen gewissen Anteil so Verwaltungskram hat. Und so ein bisschen Gelder kümmern und das läuft und so, Telefon beantworten. Ansonsten sind wir aber alle so ein bisschen Allrounder hier und können von diesen Bereichen, die ich eben aufgezählt habe, können wir verschiedene auch abdecken. Das heißt, ich bin mal irgendwie wie heute im Radlager und mal aber auch irgendwie im Baubereich oder so. Simon ist als Erzieher immer noch eine Ausnahme. Er sieht hier aber als Mann viele Vorteile bei seiner Arbeit. Ich glaube, es ist, wenn es um die Arbeit mit Jungen geht, und wir haben hier halt einfach einen etwas höheren Jungenanteil auf dem Platz, ist es tatsächlich sehr sinnvoll, zumal wir halt viel feststellen, dass Jungen, denen fehlt manchmal so der männliche Part. So. Also die haben häufig alleinerziehende Mütter zu Hause, dann sind sie im Kindergarten Erzieherinnen, in den Schulen häufig Lehrerinnen und so. Und wir finden es halt schon wichtig, dass die auch eben auch einen männlichen Gegenpart finden und so. Und ich glaube, das ist halt schon ganz wichtig. Doch auch Mädchen besuchen den Abenteuerspielplatz. Für Simon eine besondere Herausforderung. Es ist natürlich, muss man irgendwie genau aufpassen, und es ist natürlich, wir haben in den letzten Jahren immer wieder medial mitgekriegt, Missbrauchsskandale bei der Kirche, in kirchlichen Heimen, in Schulen und so Geschichten, wo man halt klassischerweise Männer als Täter hat und Kinder als Opfer, und da muss man als Mann natürlich auf der einen Seite sehr sensibel sein, den Themen gegenüber, und auch, dann ist halt irgendwie völlig klar. Man darf sich aber auch nicht von verrückt machen lassen oder so. In der heutigen Zeit kann man sich kaum vorstellen, dass Simon mit Vorurteilen zu kämpfen hat. Ist aber so. Also auf der einen Seite bin ich halt, sag ich, ich bin Erzieher und da ist nichts verkehrt dran. So, also da kann ich auch zu stehen. Ich habe das große Glück, dass ich erzählen kann, ich bin Erzieher auf einem Abenteuerspielplatz, und dann ist man ganz schnell beim Thema Abenteuerspielplatz und erzählt man, was hier so passiert, und wow, cool. So, da sind die meisten schon irgendwie begeistert von dem Konzept hier. Grundsätzlich weiß ich das ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau, wie das in der gesellschaftlichen Wahrnehmung aussieht. Es ist kein akademischer Beruf, so. Ich denke, ist doch scheißegal. So, ich kenne so viele Menschen, die einen akademischen Abschluss haben, wo ich denke, bild dir aber nicht zu viel drauf ein. So. Von daher ist das eigentlich wurscht, das ist ein vollwertiger Beruf, ein ultra wichtiger Beruf, kann ich eigentlich gut verstehen. So. Ich ertappe mich trotzdem manchmal dabei, dass ich dann eher so sage, ich bin Pädagoge, weil das kann so vieles sein. Wenn ich so das Gefühl habe, ja, ich habe jetzt nicht direkt Lust, mich ganz in eins abseits zu stellen, weil auch als Pädagoge ist so, gehört man immer noch nicht zu den klassisch angesehenen, was weiß ich, so. Für Simon ist aber eins ganz klar. Also ich verstehe nicht, warum wir überhaupt anfangen, verschiedene Berufsgruppen so verschieden zu bezahlen. So, ich verstehe nicht, warum das so ist. Leute machen Arbeit, dann sollen sie gutes Geld dafür bekommen, fertig. Und ich verstehe nicht, warum wir noch darüber diskutieren müssen eigentlich, was Männer- und was Frauenberufe sind. Also die werden überall gefragt und gebraucht, und egal was sie machen, dann soll das doch mal funktionieren. So wie hier auf dem Abenteuerspielplatz in Troisdorf. Für Simon der ideale Arbeitsplatz.